Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Creativerse. Und irgendwie weiß ich gar nicht, warum das hier jetzt angezeigt wird. Aber egal. Müsste da nicht unsere Welt angezeigt werden? Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie einen Schneemann hier. Blocky the Snowman. Also ich habe ihn dann nicht hingebaut. Ist ja einfach ein Schneemann, ey. Ja. Also erstmal danke für die für den Link zu den Küchenmöbeln. Ich werde es erstmal so lassen. Was ich halt schön fände, also das. Was ich halt nicht so schön fand bei dem Link, was du mir gezeigt hattest, Sven, dass die Holzküche, also erstmal aus Holz besteht und dass sie irgendwie nicht sich hervorgehoben hat. Also ich wollte ja extra so ein bisschen farblich mich unterscheiden hier. So. Irgendwie, keine Ahnung, was auch immer. So, Chihiros Basis, Strandbasis. Wollte ja noch mal gucken, was hier so Neues gebaut wird oder wurde. Wir gehen dann erstmal hier hin. Da hat Chihironien zwei Players. Das ist auch gut. Two Players. Wir schauen mal. Bestimmt hat der Sven das ein oder andere jetzt mittlerweile mal gebaut. Könnte ich mir vorstellen. Oh, eine Iron Mining Cell und ein Iron Sword. Das ist ziemlich cool. Dankeschön auf jeden Fall. So, hier ist das Bild noch. Also das meinte ich zum Beispiel, dass sie sich farblich unterscheidet. Also Asphalt muss es jetzt nicht sein, ne, weil das jetzt schon echt ein bisschen hässlich ist. Teleporterraum. Ja. Wir teleportieren jetzt mal ganz dreist so dahin. Ah, das sieht doch schön aus. So, dann sind wir jetzt hier. Also Eisen hat er sich wohl auch schon sehr viel gegönnt. So, wir gehen mal hoch. Also einrichten wollte er auf jeden Fall noch was. Hat er geschrieben. Oh, die Bücherregale hier sind, glaube ich, neu, oder? Die Betten hier standen auf jeden Fall schon. Wir gehen erstmal hoch. Ja, das sieht auch noch gleich aus. So, ich möchte wieder ins Wasser reinspringen. Ich finde das immer so cool. Wie normaler Mensch ins Wasser reinspringen. Und dann 30 Meter in die Luft springen. Auf jeden Fall schon schick aus, ne, muss man sagen, wenn man so hier unten vorsteht. Ja. Ich glaube, mittlerweile gab es auch mal ein Update. Zumindest stand da irgendwie was von einem Update in dieser Beschreibung. Ob das jetzt mittlerweile stattgefunden hat, weiß ich nicht. Aber wir könnten auf jeden Fall mal die Mining Cell benutzen, um uns tiefer zu graben. Ach du Scheiße. Gott, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Diamant. Ja, dafür müssen wir erstmal Diamanten finden. Ja, das kriegen wir schon hin. Fire Resistance Potion. Und Freeze Resistance Potion. Diamond Sword. Ey, wir hatten mehr Sachen hier. Adventure Gate. Okay. Excavator. Okay. Haben wir noch Schönes? Ja, diesen komischen Schneemann, ne? Den hat bestimmt Sven hingebaut. Icebed.
Ich habe das Gefühl, ich sehe hier einige Sachen zum ersten Mal, aber ich habe auch das Gefühl, dass es die eigentlich schon länger gab. So, wir gehen aber mal zurück zur Waldbasis. Ja. Sven, du kannst ja mal schreiben, wenn du mit deinem Projekt da weitergemacht hast, dann müssen wir nicht immer gucken gehen, ob du weitergemacht hast. Wäre vielleicht gut, weil diese Ladezeiten sind irgendwann ein bisschen blöd. Also für dich so gerade fürs Let's Play, wenn man hier ständig warten muss. So. Überlege ich gerade, wie wir das. Ah, dieser Schneemann hier, ne? Wie wir das machen. So, wir haben ja hier. Ich würde nämlich hier erstmal alles reinpacken, was wir irgendwie so nicht brauchen. So ein bisschen Stein können wir mitnehmen. Container ist voll, ja, okay. Container ist voll. Ja, gut zu wissen. Ich würde jetzt noch mal ins Inventar gehen. Hallo? Warum kann ich das denn jetzt nicht öffnen? Dann halt nicht. So, dann packe ich das mal ins Inventar zurück. Ich möchte nämlich ein bisschen aufgeräumt hier sein, so. Funktioniert ja echt toll, das Spiel. Ja, dann halt nicht, ne? Gut zu wissen. Warte, habe ich jetzt die Iron? Ja, ich wollte aber die andere. Warte mal, habe ich die jetzt weggeschmissen? Stone? Ja, die Obsidian Mining Cell, ne? Wir müssen ja noch ein bisschen tiefer. Habe ich überhaupt eine Obsidian Mining Cell? Ich glaube nicht. Okay, wir nehmen das nochmal kurz mit und erstellen uns vielleicht nochmal eine. So, oder wir erstellen uns keine, aber wir brauchen einfach nur die Obsidian-Dinger. So, Stone Slabs nehmen wir schon mal mit. So, was brauchten wir noch? Bedrock und Magnetite. So, Bedrock hatten wir, glaube ich, sogar, oder? Limestone. Bedrock, ja. Bedrock hatten wir auch. So, da brauchen wir nur noch Magnetite. Aber den haben wir, glaube ich, nicht gehabt, ne? Nee. Der ist ja irgendwie immer so selten, dieser Magnetite. So, dann rennen wir mal voraus. Ach, hier brauchen wir, glaube ich, sogar schon. Nee, doch nicht. Ach, das geht ja. Oh ja, jetzt haben wir auch die andere an, ne? Na, verdammt. Iron Node. Da können wir uns zumindest selber noch mal was Eisenmäßiges herstellen. Kann ich das damit abbauen? Kommt bestimmt nicht viel raus, aber hey. Ich hätte ja die Extractor aus den Login-Bundle genommen, aber das Spiel wollte das nicht. Deshalb geht das leider nicht. Das Geiles. Gehärtete Lava. Okay. Die große Frage ist jetzt, ob wir darauf, ob uns da heiß wird. Uns wird warm, okay. Aber mit Wärme kann ich leben. Okay, mit der Lava kann ich schon mal nicht leben. Aber es geht jetzt zumindest irgendwie runter anscheinend. Oh, aber hier drunter ist jetzt auch harte Lava, ne?
Okay, deswegen bleibe ich mal hier. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn uns warm wird, ne? Aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Vielleicht können wir dieses Lavabecken ja umgehen. Wir gucken mal. Ja, diese Eisenzelle. Eisenzelle ist auch gut, ne? Dieses Eisending ist schon cool, muss man sagen. Haben wir hier Salt Rock. Bin schade, dass es hier keinen Magnetite mehr gibt. Wir mal. Es ist schon geil, ne? Das muss man jetzt mal sagen. Oh, da müssen wir aufpassen, habe ich schon Lava gesehen. Aber ich glaube, da ist sowas wie ein Gang. Wir gucken mal. Wie tief geht's denn da runter? Oder ich glaube, das ist einfach nur von der Textur so komisch. Ja, langsam wird uns ein bisschen warm. Boah, ist das geil oder ist das geil hier? Ey, also, schon cool. Thermaline. Ja, das Problem ist, dass uns hier halt echt warm wird, ne? Jetzt hier noch weiter. Sieht nicht so aus. Sulfur. Schwefel, meine Freunde. Schwefel. Hier. Diamant. Geil. Das ist ja mal mega. Ich würde mich aber ehrlich gesagt mal kurz in etwas wärmere Ebene begeben. Also von wo wir hier gekommen sind. Dann hoffentlich nicht mehr so kalt, nicht mehr so warm ist. So, das Eisen nehmen wir jetzt mal mit. Aber hier geiles Glowing Mushroom. Hier ist nochmal Eisen. Ist schon echt geil, muss man sagen. Okay, ich würde mal kurz hochgehen, ne? Oh, hier tropft es runter. So, haben wir extra alles zugebaut. Hier haben wir noch Kohle. Ja, wird's denn? Mensch. Aber wir könnten das mal zumachen. Der Schneemann, ne? Oh. Crystal Shard. Mold. Glove of Gur. Hatten wir schon? Ich frage mich, ob wir mit dem Schwefel irgendwas machen können. Ach, aus dem Dreck können wir ja die Adobe Bricks machen. Ach, Schwefel kann man auch zum Verbrennen benutzen. Das ist natürlich praktisch.
Dann wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn wir einfach noch mehr Schwefel und harte Lava abbauen, ne? Zum Verbrennen. Was? Igneous Rock. Igneous Rock. Können wir das jetzt mal öffnen hier? Boah, das ist ja nervig, ey, meine Güte. Noch ein Tickchen tiefer. Ah, mal hier so hin. Und grabe mich nach dort. Aber ich nehme dazu die Stein-Mining-Cell, weil ich hier dieses Eisen nicht verschwenden möchte. Ich würde nämlich mal gucken, ob wir hier dann irgendwie noch ein bisschen was Schöneres finden. Zum Beispiel Magnetite. Das brauchen wir ja auch noch ziemlich. Da ist schon mal Magnetite. Da kriegen wir auch Knochen raus. Falls wir welche brauchen. Also Limestone müssen wir auch noch gut einsammeln, ne? Ein bisschen Magnetite. Limestone, Limestone. Ja, diese Lava-Ebene ist schon cool. Die gab es in dem Patch, wo ich gespielt habe, gab es das noch nicht. Aber da kam, also die Lava-Ebene, die kam ein bisschen, also was heißt die Lava-Ebene, da wo es halt Diamanten gab, das kam halt später. Da gab es vorher noch drei andere Ebenen oder so. So, hoch. Jetzt mal ein bisschen Licht machen. Einfach hier irgendwie reingraben. Gar nicht so leicht hier Magnetite zu finden. Vor allem sich hier zu verlaufen, ey. Von links Sachen. Und zwar mehr so monstermäßig. Wir gucken mal. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen nach oben, das weiß ich natürlich nicht. Schock for life, Alter. Kommt der da durch? Nee, ne? Das ist natürlich entspannt, ne? So mache ich das gerne. Nehmen wir mal mit, was der zu bieten hat. Was ist das? Tar. Also Teer ist das, oder? Ich baue das jetzt mal ab. Moment. Wir haben ja extra hier diese schöne Obsidianzelle. Jetzt mal ein bisschen was von mit, ne? So, Tar habe ich auch noch nicht gehört. Die Musik ist gerade voll toll. Ist auch Tar. Hier auch.
Dachte mir, ich schwimme jetzt einfach mal hier hoch. Ja, noch nie erlebt hier Tar. Obsidian. Mensch, der stirbt aber echt gut hier. Wird ja unsere Sense immer noch toll. So, nehmen wir mal mit. So, dann bauen wir doch mal Obsidian ab, wenn wir schon mal hier sind. Huch, jetzt spring noch mal 100 Meter in die Luft, ey, ist kein Problem. Okay, wir machen aber in der nächsten Folge weiter. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.